This podcast is brought to you by LMU Munich. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Lars Hornhof. Ich möchte Ihnen heute einen Überblick über die Marktentwicklung und Regulierungsperspektiven des Crowdinvesting in Europa geben. Und ich steige direkt ein mit dem Markt vom Crowdinvesting in Deutschland. Ich habe Ihnen hier auf der linken Seite die großen Portale abgetragen, die es in Deutschland gibt. Seedmatch, Companisto, Innovestment und Bergfürst und alle weiteren Portale. Und Sie sehen, im Jahr 2011, im vierten Quartal, ging das im Prinzip mit Seedmatch und Innovestment los. Die beiden Portale haben die ersten Emissionen durchgeführt. Und Seedmatch konnte hier noch im vierten Quartal weniger als 500.000 Euro emittieren oder insgesamt platzieren. Im zweiten Quartal 2014 waren es dann schon über 4 Millionen Euro, die Seedmatch allein am Markt platzieren konnte. Dann kommt Innovestment drauf, auch ein sozusagen Early Bird des Crowdinvesting. Dann haben wir hier Companisto, die vor allem im zweiten Quartal 2013 oder im dritten Quartal 2013 und im ersten Quartal 2014 relativ erfolgreich waren und mehr als 1 Million Euro emittieren konnten. Und dann haben wir hier Bergfürst, die mittlerweile eine einzige Emission durchgeführt haben, aber dann gleich richtig mit 3 Millionen Euro insgesamt im vierten Quartal 2013. Das sind alle anderen Portale. Und wenn man sich den Gesamtmarkt anschaut, seit dem Jahr 2011, dann haben wir mittlerweile insgesamt 27,7 Millionen Euro eingesammelt, Stand 1. Juli 2014. Und das ist nur bezogen auf Crowdinvesting, also die Finanzierung von Startup-Unternehmen, nicht Projekten. Wie hat sich der Markt entwickelt? Im ersten Jahr war das ungefähr 500.000 Euro für die Monate, die es gedauert hat in dem ersten Zeitraum. Dann hat es sich ungefähr verneunfacht im Jahr 2012 mit 4,5 Millionen Euro. Im Jahr 2013 waren es dann 15 Millionen Euro. Und meine persönliche Prognose für das Jahr 2014 sind 16 Millionen Euro. Es sei denn, Bergfürst emittiert wieder einmal 3 Millionen Euro, dann steigt es vielleicht auf 19 Millionen Euro. Aber wie Sie sehen, die Wachstumsraten des Crowdinvesting sind nicht mehr so rasant, wie es am Anfang mal der Fall war. Vielleicht hat man hier auch eine gewisse Kapazitätsschwelle erreicht, was man überhaupt finanzieren kann am deutschen Crowdinvesting-Markt. Wie viele Startups wurden finanziert? Hier sehen Sie die monatlichen Finanzierungen von Startups, die erfolgreich waren. Also das sind die Anzahl an Finanzierungen, die durchgeführt wurden. Insgesamt sind das 140. Auf der unteren Achse sehen Sie abgetragen die Startups, die eben nicht finanziert wurden, die kein Geld bekommen konnten. Interessant ist natürlich auch, wie viele von diesen Crowd-Finanzierungen überhaupt erfolgreich waren oder ob es schon Insolvenzen gibt. Und in der Tat gibt es schon erste Startups, die insolvent gegangen sind. Das sind insgesamt 4 Startups, das heißt aber 5 Finanzierungen, da 1 Startup davon 2 Finanzierungen platzieren konnte. Das heißt, insgesamt sind 5 der Finanzierungen bislang ausgefallen. 1 Startup wurde bislang liquidiert. Ein zweites ist momentan in der Liquidationsphase, weil einfach nicht genügend Eigenkapital da war, um die Insolvenz zu eröffnen, wurde mangels Masse abgelehnt. Und ein weiteres Startup ist momentan im Insolvenzprüfungsverfahren. Wenn man das vergleicht mit dem KfW-Gründungsmonitor und sich anschaut, was da die Ausfallquoten sind innerhalb von einem Jahr, dann ist es so, dass das Crowdinvesting eigentlich vergleichsweise gut noch derzeit abschneidet, was aber auch unter anderem daran liegen kann, dass beim Crowdinvesting bislang die besten Unternehmen vielleicht rausgepickt wurden und sozusagen die Unternehmen, die vielleicht weniger Erfolgsaussichten haben, werden vielleicht möglicherweise erst noch finanziert, aber das wird man in den nächsten Jahren sehen. Wie segmentiert sich der Markt auf die einzelnen Portale? Die 140 Finanzierungen, davon wurden 59 durch Seedmatch durchgeführt, erfolgreich, 28 von Innovestment, 27 von Companisto und 8 von Funsters. Die restlichen 18 Finanzierungen teilen sich auf die verbleibenden Portale. Jetzt wird Herr Sandler von Bergfürst wahrscheinlich sagen, das ist unfair, weil die Marktsegmentierung nach Volumen ist viel relevanter. Und in der Tat, Seedmatch ist auch hier weiterhin der Marktführer mit 15,8 Millionen Euro. Hier kommt Companisto allerdings auf Platz 2. Der Grund dafür ist, dass Companisto einfach andere Finanzierungsformen genutzt hat über den Lauf der Zeit, nämlich partiellere Darlehen und deshalb auch größere Finanzierungsvolumen generieren konnte. Auf Platz 3 kommt dann hier Bergfürst, die Aktien emittiert haben, und auf Platz 4 jetzt Innovestment. Die restlichen Portale konnten insgesamt 1,6 Millionen Euro platzieren.
Jetzt kann man sich natürlich auch fragen, wie ist das mit den Portalen? Gibt es ein Wachstum an dem Markt für Portale? Insgesamt sind derzeit 12 erfolgreiche Portale am Markt aktiv. Das heißt, diese Portale haben mindestens eine Finanzierung durchgeführt und waren mindestens einmal erfolgreich und sind derzeit noch am Markt aktiv. Mittlerweile gibt es 7 Portale, die vielleicht schon mal eine erfolgreiche Finanzierung hatten, aber nicht mehr als Crowdinvesting-Portale aktiv sind und mittlerweile ein anderes Geschäftsmodell verfolgen oder einfach das Crowdinvesting komplett eingestellt haben. Also es ist nicht so, dass alle Portale einfach erfolgreich abschneiden und das Wachstum auch auf dem Portalmarkt unendlich in die Höhe schießt. Und bisher ist es so, dass 4 Portale erste Finanzierungen auf den Markt gebracht haben, aber noch nicht erfolgreich abschließen können. Also bei denen kann man erwarten, dass sie auch in Zukunft eventuell aktive Crowdinvesting-Portale sein werden. Wie verteilt sich die Finanzierung von Startups regional? Ich habe Ihnen hier die großen 3 Portale mitgebracht. Zunächst mal Seedmatch. Da sehen Sie, 18 Finanzierungen wurden in Berlin durchgeführt, 11 in Hamburg und 10 in München. Der Rest verteilt sich so etwas über Deutschland. Bei Innovestment gibt es auch besonders viele Finanzierungen in Berlin, 11, 2 allerdings nur in München, 1 in Hamburg und der Rest verteilt sich wiederum auf Deutschland. Und bei Companisto sehen Sie, dass es einen relativ großen Home-Bias gibt. Viele Finanzierungen werden bei Companisto in Berlin durchgeführt, insgesamt 22. Man kann also sagen, dass es in Deutschland auch so eine Art Silicon Valley-Effekt gibt. Also die meisten Startups, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, sitzen in Berlin und dort finden auch viele Crowdfinanzierungen statt. Interessant ist hier allerdings, dass München immer noch leicht vor Hamburg liegt, mit einer Finanzierung mehr als bei den Hamburgern. Wie hat sich der Markt anderswo entwickelt? Es gibt ein einziges Land in Europa, was deutlich mehr Finanzierungsvolumen generieren konnte. Das ist das Vereinigte Königreich mit 25,6 Millionen Euro im Jahr 2013 allein. Hier ist das Crowdinvesting ein bisschen anders strukturiert, denn hier investiert man in Limited Liability Companies, nicht wie in Deutschland. Also man bekommt in Deutschland keine GmbH-Anteile, weil es einfach zu schwierig wäre, diese Anteile zu transferieren. Man bräuchte immer einen Notar, der das für einen macht. Das geht in Großbritannien etwas einfacher, deshalb hat man diese Finanzierung von Limiteds. Ein anderer Markt, der relativ interessant ist, ist die Schweiz. Im Jahr 2013 waren es da 4,6 Millionen Euro. Wenn man sich die anderen großen Märkte in Europa anschaut, also Spanien, Italien, Frankreich und so weiter, dann liegen die alle so in diesem Range, können aber nicht über den deutschen oder den britischen Markt hinauskommen. Okay, bevor ich auf die Regulierung des Crowdinvesting-Marktes eingehen möchte, möchte ich kurz nochmal darauf eingehen, was denn der Unterschied zwischen Crowdfunding und Crowdinvesting ist. Also viele von Ihnen wissen den oder kennen den Unterschied vielleicht, aber ich denke, es ist nochmal gut, das ins Gedächtnis zu rufen, bevor man sich überlegt, was man denn überhaupt regulieren sollte oder eben nicht. Beim Crowdfunding ist es so, dass Investoren davon profitieren, wenn sie einmal investiert haben, von der Realisierung eines Projektes. Und das kann bedeuten, die bekommen entweder eine finanzielle Gegenleistung am Ende, wie beim Crowdinvesting, oder sie bekommen auch nur eine Art Gegenleistung, ein sogenanntes Perk. Die werden im Abspann eines Films genannt, dürfen die Hand einmal schütteln von dem Künstler, der dann das Album produziert hat oder ähnliches. Oder sie spenden das Geld nur oder sie kaufen auch einfach nur ein Produkt vorab und möchten das Produkt bekommen. Die Investitionsgründe sind beim Crowdfunding wahrscheinlich deutlich anders als beim Crowdinvesting, denn hier erhält der Investor einen Claim oder ein Recht an den zukünftigen Zahlungsströmen des Unternehmens. Und warum ist das anders? Zum einen, weil die Unternehmen komplexer sind. Es gibt verschiedene Agenturprobleme in einem Unternehmen. Ich muss das Gründerteam besser kennen. Ich investiere auch langfristig. Wenn ich beim Crowdinvesting aktiv bin, investiere ich im Schnitt zwischen 3 und 7 Jahren. Ich muss mir im Klaren sein, dass diese Investition nicht gleich liquidiert werden kann oder ich sie nicht gleich verkaufen kann. Und ich erwarte auch ganz klar eine finanzielle Rendite. Und wenn ich eine finanzielle Rendite erwarte, ist es einfach Teil meines Portfolios, was ich in High Risk investiere. Und ich rechne einfach auch damit, dass ich das Geld am Ende irgendwann zurückbekomme. Zumindest den Erwartungswert, der da zu erwarten ist. Okay, was haben die Gesetzgeber in Europa gemacht? Also viele von Ihnen wissen vielleicht, in den USA gab es den Jobs Act, der implementiert wurde bis zum Stage 2, aber die Crowd-Investing-Regulierung Stage 3 des Jobs Act ist immer noch nicht in place.
Das sollte schon vor anderthalb Jahren passiert sein, hat aber noch nicht stattgefunden. In Italien wurde im Dezember 2012 das erste Gesetz implementiert und dort wurde vor allem das Startup als solches reguliert. Die Italiener haben den Begriff des innovativen Startups geschaffen, also nicht allgemein, aber jetzt in diesem Gesetz. Und dort ist es so, dass die Startups bis zu 5 Millionen Euro ohne Wertpapierprospekt emittieren dürfen. Allerdings müssen dafür bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Zum einen, es dürfen nur natürliche Personen die Mehrheit der Anteile halten. Das Startup darf nicht älter als 4 Jahre alt sein. Die Geschäftstätigkeit und das Management muss den Sitz in Italien haben. Der Umsatz im zweiten Geschäftsjahr darf 5 Millionen Euro nicht überschreiten. Das Startup hat noch keine Gewinne an die Anteilseigner ausgezahlt. Der Geschäftszweck besteht in einer Entwicklung innovativer Produkte oder Dienstleistungen. Und die Gesellschaft wurde nicht durch einen Merger oder Demerger gegründet. Wenn man jetzt überlegt, was mit den deutschen Startups passiert wäre, wenn diese Regulierung greifen würde, könnte man sagen, für einige würde es wohl passen, mit Ausnahme, dass der Sitz in Italien liegt. Einige sind vielleicht schon älter als 4 Jahre, hätten dann aufgrund dieser Regeln keine Finanzierung bekommen. Entscheidend ist hier aber, dass das noch nicht das gesamte Gesetz ist, sondern es fehlt noch ein wesentlicher Teil, der auch erfüllt sein muss. Und das ist das, was ich die Wild Side of the Law nenne. Diese innovativen Startups müssen nämlich noch folgende Bedingungen erfüllen, eine von dreien. Entweder müssen 20% der Herstellungskosten oder des Herstellungswertes in Forschung und Entwicklung investiert werden. Oder, sehr interessant für die Doktoranden hier, ein Drittel der Mitarbeiter hat eine Promotion abgeschlossen, ist in einem Promotionsprogramm eingeschrieben oder hat mindestens 3 Jahre in einer privaten oder öffentlichen Forschungseinrichtung gearbeitet. Und drittens, was auch passieren könnte, dass die Gesellschaft besitzt ein Patent im Bereich Industrie, Biotechnologie oder Halbleiter, was im Bezug zum Geschäftszweck steht. Okay, das war im Prinzip das erste Gesetz, was geschaffen wurde, vielleicht etwas komplexer. Als zweites kamen die Österreicher im Juli 2013, die haben es etwas knapper gefasst. Die haben einfach gesagt, wir heben den Grenzwert für Emissionen von 100.000 Euro ohne Wertpapierprospekt an auf 250.000 Euro. Das war's. In Frankreich wurde jetzt im Februar 2014 ein neues Gesetz vorgeschlagen. Da soll es so sein, dass zukünftig Startups bis zu 1 Million Euro statt 100.000 Euro emittieren dürfen, wiederum ohne Wertpapierprospekt. Aber auch hier ist es an Bedingungen geknüpft, nämlich das Crowdinvesting darf nur erfolgen über Portale, die zuvor akkreditiert wurden durch die Finanzmarktaufsicht in Frankreich. Zudem müssen Retail-Investoren an einem Test teilnehmen und in diesem Test wird ihr Risikoprofil bestimmt und dieses Risikoprofil wird wiederum gematcht mit den Investmentmöglichkeiten, die es in Frankreich gibt. Und nur wenn diese Risikoprofile übereinstimmen, dann kann auch das Investment stattfinden. Und die Emittenten müssen sich verpflichten, eine vereinfachte Veröffentlichung vorzunehmen. Die wird wiederum aber nicht von der Wertpapieraufsicht oder soll nicht von der Wertpapieraufsicht geprüft werden. Wie das konkret aussehen soll, wird man dann wahrscheinlich sehen. In Großbritannien wurde im März 2014 ein Policy Statement abgegeben und dort hat man vor allem reguliert, wie die Portale oder welche Anforderungen die Portale erfüllen müssen. Nämlich die Portale sollen bestimmte systemische Anforderungen erfüllen, so etwas wie faires Marketing betreiben, sie müssen getrennte Konten haben für die Investoren und für ihre eigenen Geschäftstätigkeiten. Und Großbritannien hat aber wiederum auch die Investoren reguliert oder die fallen wiederum unter das Gesetz. Wenn Retail-Investoren, also die Crowd, investieren möchte, müssen sie entweder eine Finanzberatung erhalten oder sie müssen bestätigen, dass nicht mehr als 10% ihres netto investierbaren Vermögens angelegt wird. Das wird wahrscheinlich eine Art Tick-the-Box-Regel sein. Also man wird halt sagen, okay, so ist es und dann investiert man. Ähnlich wird es wahrscheinlich auch in den USA sein. Oder es handelt sich um Sophisticated oder High-Net-Worth Investors oder Corporate Finance oder Venture Capital Contacts. Die können auch ohne Wertpapierprospekt dann investieren. Okay, jetzt kann man sich fragen, warum braucht Deutschland möglicherweise ein Crowdinvesting-Gesetz oder eben auch nicht. Zum einen kann man sich mal anschauen, wie die Finanzierung bei Seedmatch sich entwickelt haben und dann sieht man diesen Anstieg und das ist die Zeit der stillen Beteiligung, als Seedmatch immer noch stille Beteiligung hatte und da fanden Finanzierungen statt, die alle bis zum Deckel von 100.000 Euro aufgrund des deutschen Gesetzes sozusagen möglich waren, aber über 100.000 Euro konnte niemand mit der Stimmbeteiligung hinaus investieren, was zur Folge hatte, dass die
Startups bestimmten finanziellen Restriktionen unterlegen sind. Die roten Balken, die Sie da sehen, sind Startups, die in der zweiten Phase, als das partiärische Darlehen eingeführt wurde, sich ein zweites Mal finanziert haben. Also die sind alle auf der linken Seite des blauen Strichs, hatten ihre erste Finanzierung und haben dann eine zweite Finanzierung durchgeführt, nachdem das partiärische Darlehen eingeführt wurde. Also die hatten scheinbar auch in der ersten Phase einen höheren Finanzbedarf, konnten das aber nicht realisieren. Und als Drittes sehen Sie, dass die Emissionsvolumen viel größer geworden sind. Also zum Beispiel Seedmatch jetzt im Juni eine Emission von insgesamt 3 Millionen Euro durchgeführt hat und das auch wiederum ohne Wertpapierprospekt. Gleiches gilt für Companisto. Auch die haben irgendwann mal von stillen Beteiligungen auf partiärische Darlehen umgeschalten und haben da auch größere Investitionsvolumen durchführen können, was auch hier zeigt, dass irgendwie das Finanzierungsvolumen oder der Finanzierungsbedarf einfach größer war und in der ersten Phase nicht gedeckt werden konnte. Jetzt kann man sich natürlich fragen, muss man jetzt das Prospekt abschaffen? Warum brauchen wir überhaupt ein Kapitalmarktgesetz in Deutschland? Und vielleicht sollte man sich nochmal bewusst machen, dass es ja einen Grund dafür gibt, warum wir überhaupt Kapitalmärkte regulieren, aus ökonomischer Sicht. Nämlich das Kernziel des Kapitalmarktrechts ist es einfach, die Integrität des Marktes zu schützen. Und was heißt das? Als Investor in einem Wertpapier habe ich einfach folgendes Problem. Anders als wenn ich zum Beispiel ein Auto kaufe, wo ich sehe, da läuft Öl aus dem Motor oder die Scheibe ist zerkratzt, kann ich bei dem Unternehmen einfach nicht direkt sehen, wenn dort Vermögenswerte transferiert wurden und die einfach nicht mehr in dem Unternehmen drinstecken. Und ich habe einfach eine Informationsasymmetrie im Vergleich zu demjenigen, der in dem Unternehmen schon drin investiert ist oder der Eigentümer des Unternehmens ist. Das heißt, wenn ich einmal betrogen wurde am Kapitalmarkt, fällt es mir relativ schwer, ein zweites Mal zu investieren, weil ich immer davon ausgehen muss, ich kann die Qualität dieses Unternehmens nicht beobachten. Deshalb brauche ich gute Informationen und diese Informationen brauchen auch Sanktionen, denn nur wenn die Sanktionen einhergehen, kann ich auch darauf vertrauen, dass das Unternehmen wahrscheinlich auch diese Vermögenswerte und Ähnliches drin hat, die es angibt zu haben. Okay, was bedeutet das? Das bedeutet zum einen, wahrscheinlich sollte man große Emissionen, da wo viele Investoren geschädigt werden und da wo viel Geld verbrannt wird, aufgrund von Betrugsverhalten, wahrscheinlich sollte man die noch am ehesten Informationspflichten unterlegen. Und deshalb würde ich dafür plädieren, dass auf jeden Fall das partiärische Darlehen, was momentan unter einer Ausnahmeregel fällt und eben nicht reguliert ist, unter das, was das Wertpapierprospekt anbetrifft, dass auch das unter das Vermögensanlagegesetz fallen sollte, um die Kapitalmarktintegrität zu schützen. Zum anderen muss man aber sehen, dass dieses Problem zwei Seiten hat, nämlich dass Startup-Unternehmen häufig einen Kapitalbedarf haben, der höher als 100.000 Euro liegt. Und wenn die mehr als 100.000 Euro emittieren möchten, haben sie einfach das Problem, dass sie ein Wertpapierprospekt begeben müssen und dieses Wertpapierprospekt möglicherweise sehr kostenintensiv ist und die Finanzierung am Kapitalmarkt scheitert und die Startup-Unternehmen möglicherweise auch keine anderen Finanzierungsmöglichkeiten haben, weil die Familie nicht genügend Geld aufbringen kann, genügend Fuß gibt es vielleicht in Deutschland nicht und Freunde hat das Startup vielleicht auch nicht genug. Okay, das könnte ein Argument dafür sein, warum man den Grenzwert von 100.000 Euro, wie er derzeit gilt, in Deutschland vielleicht etwas nach oben schieben sollte. Die Prospektrichtlinie ermöglicht bis zu 5 Millionen Euro, vielleicht nicht bis zu 5 Millionen Euro, aber irgendwo in diesem Range. Zudem sollte man überlegen, wenn man den Unternehmen die Möglichkeit gibt, mehr Kapital zu emittieren oder mehr Kapital einzusammeln, ob man dann nicht doch mehr Informationspflichten auferlegt und diese Informationspflichten aber auch so standardisiert, dass ich Startup-Emissionen über verschiedene Portale hinweg vergleichen kann. Also ich brauche diese Transparenz und diese Transparenz ist auch deshalb wichtig, weil es bringt nichts, ein großes Wertpapierprospekt zu emittieren, was der Investor am Ende möglicherweise sowieso nicht liest, weil es kein institutioneller Investor ist, den es vielleicht auch nicht so interessiert, sondern der Investor muss das Prospekt auch lesen und er muss es auch lesen können. Was bedeutet das für ein deutsches Crowdinvesting-Gesetz? Ich denke, aufgrund der gegebenen Situation sollte Crowdinvesting in Deutschland auf jeden Fall reformiert werden, also es sollte gesetzliche Anpassungen geben, partiärisches Darlehen möglicherweise mit unter die Definition des Vermögensanlagegesetzes, vielleicht auch die Höhe von 100.000 Euro anheben. Aber man sollte überlegen, ob man so eine Regel möchte, wie in den USA, wo man bisher ein Implementierungsregelwerk hat von 500 Seiten. Das wäre vielleicht zu viel Regulierung. Vielen Dank.